Herzlich willkommen zu einem weiteren Digitalisierungsbox-Video. Dieses Video ist ein Update-Video für das Video Portweiterleitung. Hierbei ist zu beachten, dass der hier genutzte Assistent ausschließlich in der Firmware-Version V10.1.7.121 bzw. neueren Versionen vorhanden ist. Um mit der Konfiguration zu beginnen, loggen wir uns zuerst in die Digitalisierungsbox ein. Danach müssen wir die Ansicht erhöhen. Es gibt ja hier die Ansichten Schnellstart, Benutzer, Experte, Vollzugriff. Benötigen tun wir hier mindestens Experte. Wenn wir diese dann freigeschaltet haben, können wir hier auf den Punkt Assistenten gehen. Dort gibt es seit dieser Firmware die neue Funktion NAT Firewall. Hier können wir jetzt einfach eine neue Portweiterleitung anlegen. Auch die alten Portweiterleitungen finden wir hier und können die dann auch deaktivieren. Wir gehen jetzt erstmal auf Neu. Hier ist die öffentliche Schnittstelle, die wird automatisch ausgewählt, die DSL-Schnittstelle. Als Ziel wähle ich jetzt mal Benutzer definiert aus. Da können wir dann ganz normal eine IP-Adresse aus unserem Netzwerk eintragen. Die vorher notwendigen Einstellungen werden dann automatisch gemacht. Dann können wir hier einen Dienst auswählen. Es gibt einmal die Möglichkeit, hier einen vordefinierten zu wählen. Unter weitere Dienste findet man dann auch noch mehr Dienste oder halt Benutzer definiert gerade einen anzulegen. Danach ist die Konfiguration sofort aktiv. Wie immer Konfiguration speichern nicht vergessen, damit auch nach einem Bootvorgang das Ganze aktiv ist. Damit endet eigentlich die Einrichtung. Für diejenigen von euch, die speziellere Einstellungen vornehmen möchten, gibt es in der Beschreibung nochmal ein Video zur ganz genauen Konfiguration der Portweiterleitung und zusätzlich noch ein Video zur Weiterleitung von IPsec. Damit endet das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.